how you start. Very good, very, very good, Jan. Allianz Music Camp wird jetzt zum dritten Mal veranstaltet. Das erste Mal haben wir in München angefangen, dann Barcelona und jetzt bin ich wirklich glücklich, dass wir in Wien sind. Lang Lang International Music Foundation hat die Aufgabe, die Kinder zu inspirieren, motivieren, aber auch unterrichten. Kinder, die super talentierte Kinder, so wie beim Allianz Junior Music Camp zu sehen sind, zu unterstützen, aber auch die Kinder, die eigentlich nie mit Musik oder mit Klavier zum Berühren kommen. And this is my buddy from Chicago, Josh, yeah, Joshua, and he's 12 years old. So what are you going to play? I'm going to play Liszt Nomenregen. Also es war so vor 4, 5 Jahren. Meine Frau hat mich gefragt, ob ich meinen Sohn zu einer Musikstunde mitnehmen könnte, damit ich ihm bei seiner Mathematikhausübung helfen kann. Er war nicht so gut in Mathematik. Ich wollte ihn nicht mitnehmen, weil ich ja selber schon Musiker bin und ein Musiker im Haus ist genug. Wir sind mit ihm zu Dr. Stedman gefahren und er ist mit ihm in sein Zimmer gegangen und nach 5 Minuten wieder herausgekommen und hat gefragt, wie lange spielt Ihr Sohn schon Klavier? Und ich sagte, gar nicht. Wir haben nicht einmal ein Klavier. Vienna for every musician is the holy capital in the world. And when you think of Vienna, Wien ist für jeden Musiker die heilige Hauptstadt der Welt. Wenn man an Wien denkt, denkt man an Mozart, Beethoven, Schubert. Jeder, den man sich vorstellen kann, hat hier gelebt, seine größten Werke hier komponiert. Auch heute ist es mit den Wiener Philharmonikern, der großartigen Wiener Oper, dem Musikverein und dem Konzerthaus wirklich heilig. Musikverein, ich meine, für jeden Musiker ist es ein Traum, hier zu spielen. So it's a, you know, it's a kind of a lifelong dream for everyone. Ja, danke, das ist gut. Wir machen noch mal den Teil mit den Glocken. Sehr klar und hoch. Good. Yeah. Do you happen to know, weißt du, was Biopiano heißt? Gradually gets softer. Ja, 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 genau, bitte mach es hier. Beim zweiten Mal sollte es leiser sein. Als ich das erste Mal hier war, das war echt witzig, habe ich mich reingeschlichen. Das weiß keiner. Ich ging heimlich rein und es war keiner auf der Bühne. Also habe ich mich ans Klavier gesetzt und gespielt. Nach ein paar Minuten ist einer der Bühnenarbeiter gekommen und hat geschrien, hey, was machst du hier? Das war meine erste Erfahrung hier und ich bin glücklich, zurück zu sein. Thank you.
Heute bin ich sowas wie ein Mentor und Lehrer beim Allianz Junior Music Camp. Ich bin sehr stolz, dass wir mit der Lang Lang Foundation die besten Pianisten der nächsten Generation fördern können. Pianist. Yeah, make a little crescendo. Yes, and then. Yeah, and now, hold on, okay. So now you have the right hand. Switch to the left hand. So it's like a symphonic ensemble. You have the brass section comes out. Okay, so beginning again. All coming here, 10 of them from all over the world. 10 Kinder sind hier, aus aller Welt. Sie werden für mich spielen, nachdem sie schon 3 Tage mit Lehrern aus Europa geübt haben. And so now I think they're ready to play something for me. I like that better. And when as soon as you move in the chords, control the top note. Sometimes it goes da 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 whoop, to the chord instead of the high note. And I hope you know we will. Und jetzt werde ich sie endlich von Angesicht zu Angesicht kennenlernen. Und ich hoffe, wir werden gemeinsam das Herz für die Musik öffnen und dadurch bessere Pianisten werden. Make them a better player. Okay, one more time from maybe a little bit before. Now. Yes, more. Yeah. Now. Yeah, you need to keep the tension here. Don't play soft. Very Hungarian. You know, this need to be. Because when you make it so clear, then you lose the mood. Okay, so it's one pedal.
And for you, you know, you have the technique, you know, and you have the beautiful music feelings. But what you need in Liszt is this kind of a peak, you know, of the emotion. You know, you need to get there. You know, you need to get to this really high mountains and stay there a little bit and then come down, you know? And you need to sometimes go out a little bit, you know? Otherwise, it's really good. It's, you know, not so much to say, but you need to come out sometimes. All right? Yeah, thank you. I really admire Lang Lang. Ich liebe Lang Lang. Er ist einer meiner Lieblingspianisten. Mit ihm zu spielen bedeutet mir sehr viel. Perform with him as well. One more time. The first note need to be more sudden. And can you already put your pedal down already? Yeah. Yeah. The harmony. Now. This note need to be there. This is a exchange spirit. Das ist ein Austausch. Wenn ich mit Kindern arbeite, bekomme ich genauso neue Eindrücke und Erfahrungen. Kid, I also gain musical experiences. It's the same thing. And when I see a mistake, wenn ich Fehler sehe, das sind Fehler, die wir alle machen. Es ist fantastisch, wenn ein Lehrer sehr talentierte Studenten lehren darf, weil er dann auch eine Menge lernt. Genau, und jetzt schön leise werden. Jetzt könntest du im Linken bleiben. Und da würde ich das linke nicht nehmen, weil das sonst zu trocken klingt. Sehr bisschen. Gerne. Aber versuch die Linie gleich wieder schön zu machen. Ja. Ich schreibe es jetzt nicht rein, aber du weißt es. Jetzt da auch das zweite Mal ein bisschen leiser spielen, so wie ein Echo so. Das ist insofern prima, weil du dann hier richtig loslegen kannst. Ist klasse. Und hier? Genau, das geht als Linie eindeutig hier zu. Ist klasse. Ja. Diese Schweller, da muss man noch Kraft haben. Und da musst du aufpassen, dass du nicht alles vorher verschießt, sondern dass du hier noch einen riesen Crescendo schaffst. Da muss ich auch schauen, dass ich da nicht zu laut werde. Sonst kannst du kein Crescendo machen. Crescendo. Können wir direkt die laute Stelle machen? Bravo!
beautiful playing. I really enjoy it every second. It's very beautiful. Wow. Yeah, I really like the shapes and you really bring something, you know, underline, you know, you bring a lot of beautiful meanings. Very beautiful. It's just the beginning. You can start maybe more. More like a fish. You know? Not like ding dong ding ding dong. Yeah, a little bit more like that. In the water, you know, that kind of thing. Die Allianz ist seit vielen Jahren großer Unterstützer des Sports und wir haben uns sehr gefreut, seit 2013 auch unsere erste Partnerschaft im Bereich Kultur einzugehen. Sich im Rahmen des Allianz Studium Music Camps sehr magisch. Sie kommen an aus fremden Kulturen, sie haben alle Jetlag, sie kommen an in einer fremden Stadt, werden umlagert von Menschen, von Lehrern, von Filmteams und neuen Eindrücken einer neuen Stadt. Und man kann sehen, wie sich im Laufe schon der ersten Tage kleine Freundschaften bilden, wie plötzlich sich Zutrauen entwickeln. Und wie diese Kinder gemeinsam Freude entwickeln und Spaß miteinander haben. Und es wird sehr viel gelacht, was uns auch ganz wichtig ist. Und es ist sehr schön zu sehen, trotz aller Konzentration im Bereich Musik und Unterrichtseinheiten, dass es sehr viel Freude und Freundschaften und leider dann auch zum Abschied immer sehr viel Tränen gibt. When you have this, it sounds a bit like, why not? You have more of this. Yeah, grab them. Yeah, like a bird, a hawk. Wow, wow, wow. Very good. There is one. Where's that? Yeah, don't lose that. Yeah. Let's start from where? From there. Yeah. And this will be bum bum bum. Rum, bum, 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 rum, bum, rum, bum, bum. Forte piano, forte piano. This is, you know, exercise first of all, you know, for everyone to be used to the black keys on the piano. So that's why it's called the black key etudes. And then second thing, you really need to work on the dynamics, you know. Forte piano. Crescendo, pianissimo, little retard, and then tempo. You know, this is really exercise your reaction on the control of the keys, okay? So you really need to take this kind of element into the playing, okay? I cannot, you know, hear everything in the same level because then it's, you know, it's not cool, okay? So let's make it clear. Okay? And then before you play, you need to count the beat. Okay. Yes. Keep going. Okay, no. No, I couldn't hear you. This
this need to be a real crescendo and really clear. Okay, 拿来了. No, no, this is, you cannot do that. Okay, so from here. Yeah, I give you the score. Yeah. Your problem is you need to count. See, this is the second beat, right? The second beat need to be louder. What you are playing is this. One, two, one, two, one, two, one, two. No, need to be the opposite. One, two, one, two, one, two, one, two. You know, it's like somebody is pushing you on the second beat. Yeah. No. Where's the point? So am Anfang hat man gesehen, okay, sie sind noch sehr schüchtern, alle noch sehr unsicher, weil es ist auch fremdes Land. Und dann hat man aber im Laufe der Tage einfach gemerkt, dass sie immer mehr auch eine Einheit werden und dass sie wirklich eine Gruppe sind, die wirklich dann viel Spaß miteinander hatten. Wenn ich Beatman spiele, fühle ich mich wie Beatman. Und wenn ich Mozart spiele, dann bin ich Mozart. Ich versuche dann, wie der Komponist zu denken. Und ich versuche zu spielen, wie er dachte. Excellent, excellent. Gut, sehr gut. Du weißt, wenn du auf der Bühne spielst, ist es schwer, Spaß zu haben, weil man nervös ist. Aber die Musik ist der Spaß. Und der beste Weg, nicht nervös zu sein, ist es zu fühlen, wenn die Musik lustig ist. Versuche nicht zu ernst zu sein.
Don't try to be serious. You are very serious. Mm-hmm. Du hast alles in deinen Fingern. Du kennst das Stück. Du spielst alle Forte Piano. Du machst alle Pausen. Lass die Emotion noch größer werden. Am Anfang versuch dich nicht an C, F, E zu erinnern, sondern an das Ganze. Wenn es schnell wird, spiel es nicht wie Klavierspiel, sondern als ob du davonlaufen würdest. Das braucht mehr Aufregung. Can you play slightly, a little bit slower, slightly slower than D, D, and also E, da, 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 da. Yeah. No, here. No. Need to come out. See, this is a conversation you have. And then this is the answer. It's not really loud, it's just character change, okay? Yeah, one more time. No, keep the character. Okay, and it always goes up. Look. Don't play. No. Always goes up. Vibrations. Okay, so can we try from there? You know what? Maybe we can. Can you play really peaceful? Don't play. More on the first note. No. Did you see the tenuto? Beautiful. Free. You need to put your weight, you know. He's so skinny. No. Okay, so play from there. Yeah. I tell you how it works. Go. Breathe. Yes, that's it. And this will be really bright. You know, that need to be super bright. Yeah. Keep going. No, I did not hear the bell. No.
this sound. Can you break the chord, but don't play, but play. Yeah, do that, okay. From the top of the line. And make sure this is connected. Boom. Okay, one more time. No, more. Ta-da-da. The struggling, you're struggling in life, okay? Yeah. Rather, if you doesn't want to have a call. Go ahead. Yeah. Is it? Yeah. Really swing. Yeah. Okay, thank you. Jawohl. Sehr gut. Es ist noch früh am Morgen. Nein, du hast sehr, sehr viele gute Sachen gemacht. Brauchen wir gar nicht viel zu arbeiten. Der erste Anfang, da war's so ein kleines bisschen gestresst. Ne? Aber hast du das tiefe E sehr gut kontrolliert? Und dann ja. Mit dem Daumen ein bisschen Schwierigkeiten schon umgebracht. Ich würde einfach nur für die Bühne jetzt empfehlen, wenn du es wieder sicher in der Hand hast, kannst du so machen, wie du es gewöhnt bist. Mhm. Aber für die Bühne versuchen, den ersten Akkord mehr oder weniger in der Hand noch zu halten. Ein bisschen mehr formen. Da. Und dann gehst du erst los. Du hast gemacht da. Und dann ist man leicht gestresst. Sollen wir nur gerade diesen Anfang probieren? Super. Okay. Am besten zweimal das G hören. Da. Wenn du das zweimal gut gehört hast, dann kannst du Gas geben. Probier's nochmal. Nimm das E mit ins. Gut, ja. Genau. Sehr gut. Also sonst der erste Ton, also hört man die Oberstimme jetzt. Ja, du kannst nur mit, genau dort, wo du einsetzt mit der rechten Hand, mit der linken Hand, rechts ist okay, hat auf jeden Fall genug, mehr so eine Frage der Balance. Also wenn du links gleich stark bist wie rechts, dann hört man wieder, das ist relativ, dann hört man wieder alles oder nichts. Deshalb geh einfach ab dort, wo du mit der Melodie beginnst, rechts, links. Runter. Okay. Ich will nicht sagen, also nicht denken, Piano spielen, ja. Aber so ein bisschen entspannter bleiben links. Wollen wir es noch probieren? Kinder auf der Bühne. Haben wir bei Kinder- und Jugendkonzerten, weil Kinder- und Jugendkonzerte haben ja heutzutage auch nicht mehr hier Bühne, hier Publikum, wenn man an Allegretto denken. Natürlich sind das nicht ausübende Musiker, das ist junges Publikum. Wir haben jede Menge junge Künstler im Haus, gerade hier in den Neuen Seelen ist das eine der Haupttätigkeiten. Förderung junger Künstler, Förderung jungen Publikums und Bespielung der Neuen Seele mit der Jugend. Also das ist eigentlich nichts Außergewöhnliches. Trotzdem ist es heute was Besonderes. Diese Masterclass hat einen ganz wichtigen Teil unserer Tätigkeit auch berührt. Bis jetzt haben wir Masterclasses gemeinsam mit der Musikuniversität, gemeinsam mit dem Konservatorium, Privatuniversität. Das ist mal etwas Neues und das ist eine wichtige und richtige Ergänzung unseres Programms. Thank you.
Our challenge today is musical education. Die nächste Herausforderung ist die weltweite Musikausbildung. Da ist im Moment nicht alles ideal, da muss man einiges ändern. Zum Beispiel die Art, wie man Musikausbildung präsentiert. Die Art, wie man Kinder neugierig darauf macht, ein Stück zu lernen. Noch dazu, wenn du es hunderte Mal üben musst. Wie verbindet man diese großartigen, zeitlosen Klassiker mit der heutigen Zeit? Dafür haben wir viele Programme mit der Foundation erfunden. Wir sind in den sozialen Netzwerken. Wir sind an der Hightech-Front. Wir benutzen Technologie, um Musik zu lehren. Now for the song starts. So just a surprise there. Just start again. Play softer. Yes. No. This is they need to break. Like. Yeah, it's not together. You know, one more time. In der Grundschule ist es wichtig, das Interesse der Schüler zu finden, um sich mit den Kindern verbinden zu können. In meinem Fall waren das Cartoons. Es waren visuelle Medien. Denn ich hatte das Gefühl, dass jede Melodie einen Charakter repräsentiert. Sie entsteht nicht nur als Melodie, sie entsteht als eine Art Charakter, der sich aus dem Bild ergibt. Und heutzutage beschäftigen sich Kinder, die neue Generation hauptsächlich, mit sozialen Medien. Man muss sie nicht zwingen, sie tun es einfach. Und mir ist aufgefallen, dass eine Menge Apps wirklich hilfreich sind. Es ist sehr interessant. Während man die Musik lernt, denkt man womöglich nicht nur an, sondern an bewegte Bilder von Äpfeln oder Bananen. Das sind neue Formen des Lernens. Wenn du dann wirklich beginnst, das ist harte Arbeit. Die Tonleitern, die Fingerübungen, die Etüden, mit denen du deine Nachbarn zur Verzweiflung bringst. Egal wie, du musst immer dein Gehirn benutzen, dein Bewusstsein, wenn du übst. Obwohl es pure Technik ist, brauchst du den Zugang, warum du das machst. Und deswegen denke ich, wir haben eine neue Aufgabe. Üben. Du musst das machen. Aber wenn du deine Mission erfüllt hast, hast du die Mission erfüllt? Irgendwie hat mich diese Idee als Kind fasziniert. Thank you.
Wir haben jedes Jahr diese Konzerte in den neuen Sälen und wir haben nachhaltig Künstler gefördert. Bei uns hat Grubinger angefangen, zum Beispiel mit einem Konzert im Gläsernen Saal. Bei uns hat jetzt gerade Harriet Kreich wiederum im Brahmsaal gespielt, eine junge Cellistin, von der ich überzeugt bin, dass sie zu den ganz großen Talenten der nächsten Jahre gehört. Last not least hat auch ein Dirigent, wie ich noch bei der Jeunesse Musicale war, seine ersten Schritte im Musikverein gemacht, das war Franz Welser Möst. Man kann solche Talente nachhaltig über Jahre fördern und das werden wir tun. Und wenn ein solches Talent heute dabei ist, werden wir es beobachten und ich bin sicher, dass die dann, wir haben ja auch einen Zyklus Young Musicians hier in den Neuen Sälen, in diesem Zyklus dann auftreten werden. Viele schaffen nicht mal den zweiten Level. Sie geben auf. Wir müssen klarer sein und überlegen, wie wir das Interesse der Kinder für den nächsten Level wecken. Gute Neuigkeiten, die Kunst und Musik betreffend. Es gibt keine Grenzen.